Hallo ihr Lieben da draußen, ich habe euch heute wieder was Schönes Neues mitgebracht. Also, naja, Neues, es ist eine Trading-Abzocke, allerdings habe ich euch ein schönes neues Video mitgebracht mit einem richtig abgefahrenen Gespräch. Der Typ hier, der diskutiert aufs Allerletzte. Und das eigentlich schon gefühlt fast zu Beginn des Gespräches. Also zumindest eine sehr, sehr lange Zeit heute. Und, naja, der hält auf jeden Fall ein bisschen viel zu viel von sich und ich weiß nicht, er denkt wohl Wunder, wer ihn ausgeschissen hat. Auf jeden Fall ist er der Meinung, dass er derjenige ist, der das Lob hier bekommen sollte, denn er ist ja quasi der Star in unserem Video. Naja, schauen wir mal, was ihr davon so haltet. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem komischen Anruf. Schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Schwarz von DAX Iron. Ja. Ich rufe Sie an, weil Sie sich bei uns vorregistriert haben für einen Online-Trading-Account oder das Halten einer Kryptowährung. Okay. Ja? Das ist ja prima. Und diesbezüglich ist es meine Aufgabe im Unternehmen, Sie beim Registrierungsprozess zu unterstützen, letzte offene Fragen mit Ihnen zu klären, damit Sie zeitnah starten können. Ja? Aha, okay. Zum Prozedere des Gespräches, ich hätte 6 bis 8 Fragen an Sie, die darauf abzielen, dass wir nicht gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz verstoßen. Und dann würde ich Ihnen eine E-Mail senden. Aha, also er will mir Fragen stellen, damit er nicht gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz verstößt. Oh Mann, also der hat wirklich einen Schuss nicht gehört. Dass der das überhaupt selber glaubt, was der da labert. Also wenn hier einer Geld wäscht, dann ist es sein Unternehmen und nicht die Kunden, die da verarscht werden von dieser tollen Firma. Also sowas macht einen ja wirklich wütend. Mit der Möglichkeit für Sie zu kapitalisieren, hier einen Account zu kapitalisieren, damit Sie zeitnah starten können und an den Schwankungen am Finanzmarkt partizipieren können. Okay. Ja? Super. Passt Ihnen das jetzt gerade oder gibt es einen besseren Zeitpunkt dafür? Ich habe Zeit. Sie haben Zeit. Ja. Das freut mich doch. In erster Linie, wie alt sind Sie? Alt genug. Alt genug ist keine Antwort. Ach so, 29. Entschuldigung, wie alt? 29. 29? Ja. Okay. Ihr Wohnort? Mein Wohnort ist in Neukölln. Neukölln, in Berlin? Genau. Okay, gut. Ihr Beruf? Mein Beruf ist Fischstäbchenformer. Fischstäbchen was? Fischstäbchenformer. Former? Oh ja, das hört sich einer professionellen Job an. Ja. Und was verdienen Sie da im Jahr? Im Jahr so um die 35.000. Ja, das freut mich doch. Als Fischstäbchenformer sind Sie da bei Iglo direkt angestellt, oder? Nee, nicht bei Iglo. Wo arbeiten Sie denn da? Bei der Firma Ja. Ja? Ja. Ja, aber Ja produziert doch keine Fischstäbchen. Natürlich Ja ist doch nur der Endkonsum. Wir produzieren Fischstäbchen. Wir produzieren ganz viel Lebensmittel. Nee, Ja Natürlich. Produziert keine Lebensmittel. Ja plakatiert andere Lebensmittel um. Da hätten Sie sich ein bisschen besser informieren sollen, wenn Sie so eine Geschichte erzählen. Nein. Doch, Ja produziert keine eigenen Lebensmittel. Natürlich produzieren wir Lebensmittel. Nein, Ja produzieren keine eigenen Lebensmittel. Ja ist das Unternehmen, was Lebensmittel aufkauft vom Produzenten und plakatiert diese Lebensmittel um, damit sie für die Unternehmensgesellschaft Rewe in den Verkauf gehen können. Und das spricht auf jeden Fall dramatischerweise dafür, dass dieser tolle Betrüger hier zumindest aus Deutschland stammt. Er wird höchstwahrscheinlich nicht direkt aus Deutschland anrufen, denn naja, er weiß, was ihm denn da sicherlich blüht. Aber naja, dann ist er auch tatsächlich noch echt schlecht informiert. Denn die Firma Ja, die kauft nicht nur Produkte auf und lässt sie umlabeln, die Firma Ja produziert auch mittlerweile selbst. Auch wenn nicht in dem großen Stil, wie man das von anderen Firmen kennt, aber natürlich hat diese Firma auch eine eigene Produktionsstrecke. Nicht unbedingt von Fischstäbchen, aber es gibt tatsächlich hauseigene Produkte, die komplett selbst hergestellt werden und nicht nur umgelabelt. Denn so hat die Firma natürlich am meisten Profit, wenn sie den Kram auch noch selber herstellt und nicht noch die Warenkosten abgeben muss und noch irgendeinen Produzent bezahlen muss. Tja, aber naja, das weiß man wahrscheinlich im Ausland nicht. Haben keine eigene Produktion. Informiert. Ja, Sie sind sehr schlecht informiert. Dass man ein Fischstäbchen auch nicht produzieren muss, ist ja auch klar. Also irgendwie weichen wir hier zwar vom Thema ab,
Aber erstmal, was bildet er sich überhaupt erstens ein, den Kunden anzugreifen? Wenn der Kunde was sagt, dann hat man als Verkäufer einfach die Fresse darüber zu halten. Ist einfach mal ein Fakt. Also egal in welcher Branche. Letztendlich, wenn der Kunde irgendwas sagt, ich will ja was von dem, dann lass ihn doch erzählen, selbst wenn die Geschichte sich noch so unglaublich anhört. Und davon mal abgesehen, natürlich werden Fischstäbchen produziert. Logisch ist, dass der Fisch nicht produziert wird, aber naja, doch, wobei, man redet auch von Fischproduktion. Man produziert Fische, indem man sie züchtet. Aber ein Fischstäbchen muss ja produziert werden, weil ein Fisch, der wächst nicht als Fischstäbchen. Oder was will der mir jetzt hier eigentlich gerade erklären? Mensch, der hat ja richtig Ahnung von dem, was er da so erzählt. Wie weiß ich das? Wenn man die nicht produziert, kann man die nicht essen. Hm? Wenn man die nicht produziert, kann man sie auch nicht essen. Nein, sie werden gefertigt, aber die werden nicht produziert, weil ich habe noch niemanden gesehen, der einen Fisch produziert hat. Außer das ist eine Fischmutter. Ja, wir formen ja die Fischstäbchen. Ja, sie formen, ja. Und es ist eine Produktion, Produktionsstraße. Ja. Okay, ja, ich paniere Fisch und dann ist es ein Fischstäbchen. Aber wenn Sie sagen, es ist eine Produktionsstraße, dann produzieren Sie halt Fisch, Fischmutter. Natürlich. Wir produzieren Fischstäbchen. Ja, super. Ja, ich kann es nur wiederholen. Also der Fisch wächst ja nicht als Fischstäbchen. Und Panade ist da auch nicht gleich dran. Also weiß ich nicht, was der für ein Problem hat. Logisch braucht man für Fischstäbchen eine Produktionsstraße. Also produziert man es ja. Weil irgendwie muss der ja geschnitten und in die Form gebracht werden. Auch wenn es vielleicht den Beruf Fischstäbchenformer nicht gibt. Ja, aber was der jetzt hier genau von mir will, das habe ich irgendwie nicht begriffen. Denn letztendlich hat er sich damit nur ein Eigentor geschossen. Weil der Kunde würde so in keinem Fall mehr was kaufen. Also, egal welcher Kunde. Ich glaube, hier würde niemand mehr Geld einzahlen. Ja. Okay. Haben wir's? Wollen wir noch irgendwas? Brauchen wir noch irgendwas? Ich weiß ja nicht, Sie haben gesagt, Sie haben noch Fragen. Nö, hat sich ziemlich erledigt nach dem Fischstäbchenformer, der bei Ja arbeitet. Das ist nicht unser Potenzial, mit dem wir zusammenarbeiten. Es tut mir leid, da müssen Sie sich leider eine andere Firma suchen. Okay, das ist aber schade. Dann konnten Sie sich betrügen. Müsste sich jemand anders suchen, ein anderes Opfer. Ja, das größte Opfer sitzt ja auf der anderen Seite. Ja, aber Sie sind Betrüger. Naja, aber schön, dass er mich hier Opfer nennt am Telefon. Eigentlich gesteht er ja damit schon, dass das genau die Richtung ist, die ich hier vorgegeben habe. Ja, aber das Größte, was jetzt, oder das Unverständlichste an der ganzen Geschichte ist, der Call hier ist nicht zu Ende. Und der ist noch ganz lange nicht zu Ende. Der diskutiert wirklich bis aufs Allerletzte. Naja, aber lassen wir mal laufen. Nö, bin ich nicht. Natürlich. Sie sind Betrüger. Nein. Weil Sie betrügen andere Menschen um ihre Zeit. Ja, genau. Ja. Ja, aber das haben die ja auch verdient, die ich damit betrüge. Mich betrügen Sie damit nicht. Ich werde dafür bezahlt. Ich sitze hier ganz locker und entspannt in meinem Schreibtischstuhl und telefoniere mit Ihnen. Ist aber ein trauriger Job. Nö. Doch. Ich finde, es ein trauriges Hobby, was Sie haben. Ist das ja kein Hobby, das ist mein Beruf. Ah ja, okay. Dann sind Sie ja der Oberbetrüger. Ja, natürlich bin ich der Oberbetrüger, weil ich die scheiß Kakerlaken hier platt mache. Ja, was machen Sie denn platt? Aus Ihrem Schreibtischstuhl in Ihrem Zimmer machen Sie irgendwas platt? Ja. Ich glaube, das Einzige, was Sie platt machen, ist Ihr Obstkorb von Mami geschnitten. Das ist das Einzige, was scheiß Betrüger, du bist nichts anderes als ein winziger Abzocker, mehr nicht? Na, wenn du mich siehst, willst du nicht zweimal sagen winzig. Aber ist okay. Nee, dich will ich nicht sehen, da muss ich bloß brechen. Ja. Ja. Na dann. Ekelhaft, was du da machst. Widerlich, warum? Dein Job. Warum? Dass ich Geld verdiene? Du verdienst kein Geld. Du betrügst die Leute um ihr Geld. Und das ist tatsächlich auch ein riesengroßer Unterschied zwischen Geld verdienen und Leute um ihr Geld betrügen. Denn verdient hat der eigentlich nur ein Knast, aber definitiv kein Geld. Denn das, was der da macht, ist Abzocke und nichts anderes. Und vor allem auch noch eine ziemlich schlechte, denn er kann sich ja nicht mal zusammenreißen und den Kunden einfach reden lassen. Also ich weiß nicht, wo der herkommt, aber deutscher Abstammung, auch wenn er Deutsch spricht, kann der auf gar keinen Fall sein. Denn definitiv, also wer in Deutschland irgendwo in den Laden geht oder irgendwo am Telefon mit irgendeinem Callcenter spricht, was seriös ist, da könnt ihr denen erzählen, was ihr wollt, das interessiert die halt nicht und dann machen sie halt ihre Arbeit. Weil letztendlich, was geht denen das überhaupt an? Und vor allem,
was bildet der sich ein, mir irgendwas vorschreiben zu wollen? Letztendlich ist das definitiv nicht sein Job. Sein Job ist, die Leute zu betrügen und nicht die Leute über irgendwas zu berichtigen und zu ermahnen. Da kann man sich aber auch in Rage reden mit so einem komischen Typen am Telefon. Naja, aber auf jeden Fall, eins ist hier sicher, sein Job ist mehr als armselig. Nicht der Job als Callcenter-Agent, weil da kann man auch gute Sachen machen. Aber naja, das hier mit dem Betrug, naja, definitiv. Aber um den Betrug geht es jetzt ja eigentlich auch schon gar nicht mehr. Hier geht es jetzt eigentlich nur darum, wer recht hat. Und ich verdiene Geld. Du hast überhaupt nichts verdient. Natürlich, ich verdiene Geld. Nee, du verdienst nichts. Du verdienst überhaupt nichts, außer den Knast. Ja, dann komm doch und hol mich. Das machen wir auch gerade. Ich habe gerade eine Fangschaltung. Na super, dann und? Wo bist du dann? Naja, warten wir es mal ab. Ja, warten wir es mal ab. Eine Fangschaltung. Ey, du bist doch so hohl. Hast schon mal Voice over IP mit einer Fangschaltung betrieben? Mann, ey. Geht? Ey, üb bitte, üb. Ja. Und schon wieder so eine dusselige Aussage, wo ich gleich wieder dazwischen reden muss, um damit es nicht einfach wieder irgendwelche sinnlosen Gerüchte gibt, die einfach keinen Sinn ergeben. Gerade bei Voice-over-IP ist eine Fangschaltung noch viel, viel einfacher als bei unserem analogen Telefon, was wir damals hatten. Stecker in eine Wand und es hat funktioniert. Genau das macht es gerade bei Voice-over-IP ja hauptsächlich auch aus. Klar hat man da so ein ganz kleines bisschen bessere Sprachqualität, auch wenn es vom Prinzip immer noch der gleiche Müll ist wie früher. Aber gerade bei Voice-over-IP sagt ja schon der Name IP. Da ist es ja noch viel, viel einfacher, irgendeine Fangschaltung drauf zu bügeln, dass man das Ganze zurückverfolgen kann. Oh Mann, ist der intelligent. Ach, üb bei den Sachen, die du machst. Ja, mach ich. Mit dir gerade. Jo, genau. Dann sprechen wir uns einfach wieder. Ja, bestimmt. Wenn du ein bisschen mehr drauf hast. Ne? Ja, meinst du? Aber immerhin bin ich kein scheiß Abzocker. Ich bin auch kein Abzocker. Natürlich. Ich arbeite in einer legitimierten Firma. Nein, du machst bandenmäßigen Betrug. Das ist einfach widerlich, was du machst. Menschen um ihr Geld bringen. Das ist Abschaum mit sowas für mich. Ja, für dich. Aber weil du auch nichts kannst, außer im Kinderzimmer sitzen und von Omi Schokopudding essen. Ja, aber der schmeckt. Ja, der schmeckt. So super. Bleib sitzen. Oma macht den besten Pudding. Ja, super. Also, wir sind auf einem Niveau gelandet. Du kannst mir nichts. Ich will dir gar nichts und deswegen bist du bist mir egal. Ja, und du bist einfach lächerlich. Naja, also irgendwie hat er sich ja gerade ein bisschen versprochen, oder findet ihr nicht? Er hat ja gerade gesagt, du kannst mir nichts und ich will von dir nichts. Ja, dass das Letzte jetzt gelogen ist, dass er nichts von mir wollte, das ist klar, weil letztendlich wollte er mich um meine Kohle bescheißen. Aber ich kann ihm nichts. Lassen wir uns doch mal überlegen. Wenn man jemandem was kann, dann muss derjenige ja irgendwas angestellt haben. Und wenn man dann darauf, das so toll hier formuliert, du kannst mir nichts. War das gerade ein Geständnis? Hat er da nicht aufgepasst, was er da so aus seinem, aus seinem komischen Gesicht da so rausgelaufen ist? Das ist wohl einfach so in den Hörer reingekotzt worden. Tja, irgendwie muss es ja so sein, weil letztendlich, so wie er sich hier verhält, ihr Betrügerischer kann es ja eigentlich schon gar nicht mehr sein, ne? Ja, der einzige Lächerliche ist derjenige, der im Kinderzimmer sitzt und den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, anstatt Unternehmen anzurufen, die arbeiten. Ja. Du rufst mich an. Nö. Doch. Tja, also irgendwie hat er seinen Job nicht verstanden, denn ich habe da noch nie so ein Callcenter angerufen. Höchstens mal, um die Rufnummer zu prüfen, ob die existiert. Aber er hat mich doch angerufen. Also im Grunde genommen hat er hier nur wieder sich selbst beleidigt und ein Eigentor geschossen, so wie er das die ganze Zeit in dem tollen Gespräch hier schon tut. Sie haben Ihre Daten freigegeben für den Kontakt? Nein, habe ich nicht. Natürlich. Nein. Haben Sie legitimisiert, indem das... Da kennst du dich aber überhaupt nicht mit Gesetze aus. Du weißt schon, dass du ein Double Opt-In zum Anrufen brauchst, ne? Du klopfst. Was brauche ich? Ein was? Ein Double Opt-In nach deutschem Gesetz. Nach deutschem Gesetz haben Sie den AGBs unten zugestimmt, indem dass Sie... Bla, Ihre bla, bla, in den AGBs kann sowas gar nicht drinstehen, du Hirni. Natürlich können Datenschutzrichtlinien in den AGBs stehen. Nee. Also der wirft hier so viel Scheiße zusammen. Also erstmal kann die Datenschutzrichtlinie überhaupt nicht in den AGBs stehen, weil die allgemeinen Geschäftsbedingungen haben nichts mit Datenschutz zu tun. Und ein Double Opt-In findet ihr auch nicht in den Datenschutzbestimmungen und auch nicht in den AGBs, sondern alles drei separat. Das sind drei Häkchen, die man theoretisch setzen muss.
Ja, aber der ist ja hier sowas von sich überzeugt. Oh, oh, oh. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Sonderschulniveau. Datenschutzrichtlinien sind erstens davon zu spalten und zweitens kann da nichts mit einem Anruf-Opt-in in den AGBs stehen. Und auch nicht im Datenschutz. Natürlich. Dafür brauchst du ein extra Feld. Nein. Natürlich. In den AGBs kann ein Punkt aufgeführt sein, wo Datenschutz... ziemlich erbärmlicher, dummer Abzocker sogar noch. Ja, der einzige Dumme ist derjenige, der auf der anderen Seite sitzt und keinen besseren Job gefunden hat, außer sich in den Schreibtisch... Naja, aber dafür wirst du YouTube anhören können. Ja? Wie sie sich alle über dich lustig machen. Kannst du mal in die Kommentare gucken, wie die Leute dich feiern. Wie blöd du bist. Ja, wie blöd ich bin? Ja. Okay. Hast du schon öfter mit mir telefoniert? Natürlich habe ich öfters schon mit dir telefoniert, du Klops. Ja? Siehst du, also bist du Fan von mir, oder? Ja, ich war Zuschauer, berühmt. Ja. Ich mach dich berühmt. Jo. Ich bin derjenige, der dich berühmt macht. Genau. Nur wegen mir hast du überhaupt Fame. Ja, wegen dir verdiene ich sogar Geld, weil du so ein scheiß Abzocker bist. Ja, wegen mir bekommst du Fame. Jo. Also bin ich mache dich. Ohne mich gibt's dich gar nicht. Ja, aber dafür bist du ein armseliger Betrüger. Der einzige Betrüger, der hier ist, bist du. Jo. Weil du betrügst Menschen ohne Consent, machst du Videos, ohne etwas zu können, sondern du... Genau, und es funktioniert sogar. Ja, super. Dann leben wir voneinander, super. Ja, sehr schön. Na super, dann verbleiben wir so. Bis zum nächsten Mal. Zock mal weiter die Leute ab, bis zum nächsten Mal. Ich zock einen ab. Du zockst alle ab. Nö, du zockst alle ab. Ja, du bist doch der Abzocker, der nichts liefert, außer ein Telefonat sich hinzusetzen und zu sagen, ich trinke Gurkenwasser oder Würstchenwasser und... Hat der nette Herr gerade von Würstchenwasser gesprochen? Da frage ich mich ja, wen er da wohl vorher am Telefon gehabt haben muss, wenn er hier von ich trinke Würstchenwasser spricht. Ich glaube, der hat den Telefonveräppler bereits schon dran gehabt. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr die Stimme in seinen Videos irgendwo wiedererkennt. Schreibt's dazu, dann könnt ihr auch den Link direkt mit reinposten in die Kommentare. Hast du den Würstchenwasserverkoster auch schon dran? Mhm. Ein Kollege. Ja. Na, seht ihr, könnt ihr alle nix haben, seid ihr im Sandkasten zusammen aufgewachsen. Ja, siehst du. Na, klasse. Dann viel Spaß beim Oma-Pudding. Ja. Hat sie den Conor McCloud auch schon dran? Keine Ahnung. Nee. Tja. Keine Ahnung. Ich versuche Geld am Tag zu erwirtschaften und nicht mich hinzusetzen und mit meinem Hartz IV andere Leute abzuzwecken. Man nennt sowas bandenmäßigen Betrug, nicht erwirtschaften. Nee. Doch. Nennt man nicht. Warum? Dann will ich im Gefängnis sitzen. Naja, das kommt ja auch bald soweit. Ja, genau. Weil dann der große 007, der dahinter steckt in seinem Kinderstuhl, weil er mich organisiert und er schafft es, mich an dran zu kriegen. Ist dir eigentlich bewusst, dass ein seriöses Unternehmen so definitiv nicht telefonieren würde? Selbst wenn man so verarscht. Aber ich telefoniere ja auch nicht mit einem seriösen Anbieter. Ich habe ganz seriös das Gespräch begonnen, bis zu dem Zeitpunkt... Du hast überhaupt nicht seriös begonnen. Natürlich. Nee. Hast du nicht. Warum nicht? Also, was habe ich denn für Fehler gemacht? Ja, du bist Betrüger. Du bist einfach nur ein scheiß Betrüger, mehr nicht. Ja, okay, dein einziges Argument ist, du bist ein scheiß Betrüger. Ja. Mein einziges Argument ist, du bist ein hobbyloses Kellerkind. Ja, okay. Hobbylos nicht. Im Keller auch nicht. Ja, aber hobbyloses Kellerkind und Omas Pudding. Also, ich sag mal, witzig ist er schon. Also, ein paar Sympathiepunkte hat er definitiv schon gesammelt. Ja, also, wenn wir jetzt hier nicht über Geschäfte reden würden, dann würde ich es ja tatsächlich auch noch fast lustig finden, was er da so von sich gibt. Wir laufen drumherum. Keine Freunde, deswegen hast du den teuren Stuhl geholt, hast dir eine Kamera geholt und machst jetzt YouTube und denkst, du bist ein Unternehmer. Oh Mann, ey, bist du lächerlich. Schau, nach deutschem Gesetz zähle ich als Unternehmer, richtig? Ja, und dann sogar noch als legales und du nicht? Ja, 25 Euro kostet eine Gewerbeanmeldung. Ist kein Problem. Tja, auch da ist er ziemlich falsch informiert, denn eine Gewerbeanmeldung kostet 35 Glocken. Ab dem Zeitpunkt ist man Unternehmer. Hat man nichts erreicht in seinem Leben. Ja. 25 Euro. Ja. Und YouTube machen mit Contents von dem Großen. Endlich, aber das ist ja gut. Endlich kriegst du mal ein bisschen was, bisschen Fame, weil sonst im Kindergarten nur geschubst worden. Ist halt so. Na siehst du. Ja. Jetzt haben wir schon eine ganze Folge mit dir voll.
Na, und unterm Strich, was ist denn daran so schlimm, ein bisschen Fame zu sein? Ich meine, jeder ist doch gerne Fame, oder nicht? Und wer mag keine Daumen nach oben und Kommentare und, ja, ach ja, Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, was er über unseren Klopslöffel hier denkt. Na, super, danke. Ja. Und ich freue mich auf die nächste. Ja, die wird's bestimmt geben. Die wird's bestimmt geben. Na ja. Dann, viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ja, Betrüger. Na, Betrüger, da sagt er immer Betrüger. Ja, das, ja, ist, das ist schon, wenn man ganz unten steht und noch nie Geld investiert hat in den Markt und deswegen auch noch nie Geld verdient hat, dann sagt man halt Betrüger. Ja, bist du auch ein Betrüger. So. Ja. Alle Leute, die beim Lotto verlieren, sagen, Lotto ist für Losers. Aber die Leute, die beim Lotto gewinnen, werden immer bestätigen, dass man im Lotto gewinnt, Geld machen kann. So, wenn du... Oh Mann, hört er sich eigentlich selbst beim Reden zu? Leute, die beim Lotto mitspielen, die werden immer sagen, dass man beim Lotto ja nur gewinnen kann. Oh Mann. Also das Lotto 1 zu wie viel Millionen ist, ist ja logisch. Und wenn man da einmal gewonnen hat, heißt es noch 10.000 Mal nicht, dass man da nochmal was gewinnt. Tja, und das sagt euch auch jeder Lotto-Millionär. Es bleibt ja Risiko. Also von daher, ich weiß es nicht. Also ich meine, er ist ja schlagfertig, ne? Und naja, aber es kommt halt nur Grütze raus. Den Leuten gehörst, die Leute im Finanzmarkt abgeschlagen sind und deswegen immer bisher verloren haben? Ich würde eher sagen, ich gehöre zu den intelligenten Leuten, die da nichts bei euch einzahlen. Ja, dann gehörst du zu diesen Leuten, die auch noch nie was verdient haben. Mhm. Da kennst du dich ja mit aus, ne? Weil du hast ja auch nichts verdient, du betrügst ja nur. Aber ich habe doch Geld verdient. Das ist nicht verdienen, das ist betrügen. Aber verdient ist doch verdient. Das sehe ich anders. Plus, auf der anderen Seite, ich betrüge niemanden. Doch, du bist ein Abzocker. Das ist Nein, bin ich nicht. Krimineller Bandenbetrug, was du da machst. Nein, krimineller Bandenbetrug. Ich weiß nicht, in was für einem Kinderzimmerwelt du lebst. Du wurdest vielleicht von der kriminellen Bande, wurde dir dein Kaugummigeld früher abgenommen, aber das bin ich nicht. Ja, aber dafür ist ja was aus mir geworden, ne? Und das dir nicht. Ja, genau, da ist richtig was aus dir geworden. Ja. Sitzt im Schreibtischstuhl, ganz großer Typ, du bist ganz großer. Ja, aber du falls du es merkst, ich bin derjenige, der den Fame kriegt und du bist derjenige, über den sie sich lustig machen. Ha. Ja, und genauso sieht's aus, auch wenn es jetzt hier ein bisschen überheblich klang. Aber letztendlich ist er hier der Witzbold. Derjenige, der sich hier vollkommen blamiert mit dem, was er sagt. Und naja, auch irgendwie überhaupt nichts stimmt von dem, was er da so von sich gibt. Oh Mann, also naja. Aber das hier ist so ein typischer Kandidat, aus dem ist nichts anderes geworden. Setzen wir uns halt in irgendein illegales Callcenter und verdienen da unser Geld. Mehr ist es hier nicht. Denn ich glaube, der ist nicht schlau genug, um irgendeinen anderen Job zu machen. Fame. Jo. Du meinst von anderen Kellerkindern, die dich angeklickt haben und sagen, oh ja, da hast du aber vollkommen recht. Ja, die ganzen Kellerkinder hier im Chat, die finden super. Na super, dann habt ihr doch Spaß. So, super. Genau. Wenn ihr freitagsabends um 18.30 Uhr nichts Besseres zu tun habt, als YouTube zu gucken und zu kommunizieren, zu kommentieren, dann, ey, sorry, aber... Ich weiß ja nicht, in welchem Land du gerade lebst, aber 18.30 Uhr haben wir nicht. 16.30 Uhr, noch schlimmer, hatte keine Arbeit. Ach. Ich glaube, da ist ihm wohl irgendwie ein Fehlerchen passiert. Jetzt hat er ja auch gleich noch zugegeben, dass er sich in einer ganz anderen Zeitzone befindet. Denn, tja, er war ja irgendwie schon 2 Stunden voraus, ne? Tja, das spricht wohl irgendwie schon wieder für die osteuropäische Richtung, ne? Also, ja, ich weiß nicht. Irgendwie macht das sich ja selbst immer schwieriger. Und es hat ja auch ziemlich lange gedauert, bis er denn die richtige Uhrzeit raus hatte. Vielleicht, weil er sie einfach umrechnen musste und keine deutsche Uhr da gehangen hat. Ich weiß es nicht. Das war die Zeitverschiebung aus deinem komischen Timbuktu-Land dazwischen, ne? Ja, genau. In meinem Timbuktu-Land. Jo. So, ja, okay. So, haben wir's oder brauchen wir noch ein bisschen was? Brauchst du noch ein bisschen Konsens? Ja, klar. Irgendeinen lustigen Satz brauchst du noch, damit deine Community sich ja auch wenigstens abgeholt fühlt. Ja, genau. Kannst ja mal alle grüßen. Mach ich doch gerne auf diesem Wege. Na dann los. Nee. Fällt dir nichts Interessantes ein? Nee. Ist ja sehr schade. Ja, Mom. Da hätten sich bestimmt alle drüber gefreut. Na super, dann. Ich freue mich auch auf euch. Ich wünsche euch einen schönen Gruß und ich wünsche dir einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Ah, Wochenende hat man als YouTuber nicht, ne? Hast du immer viel zu tun. Nö, am Wochenende, da kommen bei mir dann nur die Premieren. Oh ja, na dann. Da lege ich die Füße hoch. Da legst du die Füße hoch. Genau. Warum hast du ja die ganze Woche, von Montag bis Freitag?
Ja. Da fühlst du doch gar nicht, wann Wochenende ist. Tja, so ist das halt. Ja, so ist das halt, als großer Unternehmer in YouTube. Mhm. mit 600 Abonnenten oder so. Nee, über den Stand sind wir schon drüber hinaus. Ui, jetzt habe ich schon 6.000. Mhm. Ich verdiene im Monat 250 Euro. Na ja. Das ist ein richtig krasser Unternehmer. Mhm. Kannst du dir ja selbst ausrechnen, zwischen 4 Euro und 40 Euro pro 1.000 Klicks. Schwankt immer, ja, je nachdem, wie der Aktienmarkt gerade ist. Ja, und du willst mir sagen, du hast wie viele Klicks? Ja, war auf jeden Fall reichlich. Meine Videos 1,5 Millionen. Ja. Das ist doch ein Spaß. Ja, und? Zeig Titten oder sowas. Mach irgendwas Richtiges. Nee, Titten habe ich keine. Ja, siehst du, merkst du was? Mhm. Wird wohl nix. Aber Titten braucht man auf YouTube auch nicht, um Reichweite aufzubauen. Da braucht man Konsens und da muss man richtig was liefern. Nee, und da muss Content. Man Leute anrufen und da muss man Leute anrufen und muss denen vorspielen, dass man ein Kunde ist und dann. Ja, ich rufe ja keinen an, ich lass mich ja anrufen, ist doch viel einfacher. Ja, okay. Na, siehst du? Ein total einfacher Job. Da kann man nebenbei ein bisschen den Haushalt machen. Ja. Oder mal Haushalt mit machen. Das ist was für dich. Der Haushalt machen. Richtig. Aber letztendlich muss ich mich nicht jeden Tag zur Arbeit quälen. Doch, muss ich natürlich trotzdem, auch wenn die Arbeit bei mir trotzdem zu Hause stattfindet und ich das Haus sowieso nicht verlasse. Aber, naja, sollte jetzt nicht überheblich klingen. Ihr wisst schon, wie ich das hier in dem Gespräch gemeint habe. Ich muss mich nicht jeden Tag zur Arbeit quälen. Ja, du musst dich jeden Tag zur Arbeit quälen, nicht jeden Tag zur Arbeit quälen. Okay. Ich stehe einfach mir auf. Sag mir doch mal deinen YouTube-Link. Komm, ich würde mich doch gerne mal live sehen. Na, komm. Den Gefallen tue ich dir nicht. Ach so. Da musst du ein bisschen suchen. Ey, so tief im Untergrund der Nichtsgönner kann ich gar nicht stöbern, um sowas zu finden. Jo, also da gucke ich mir lieber Katzenvideos an, bevor ich mir so einen Scheiß angucke. Ja, die gibt's auch, aber die sind bei mir selten in den Videovorschlägen. Ja, aber das kriegt er halt leider nicht. Ja, immerhin bin ich kein Betrüger, immer noch. Oh, ich bin kein Betrüger. Ja. Ich setze mich hin und mach nix. Ja. Ja. Ist doch total chillig. Morgens aufstehen, den Computer an, Kaffee und dann warten, bis die Leute anrufen. Ja, klasse. Viel Spaß dafür. Ja, ist doch besser als dein Job. Nö. Ich habe damit Geld verdient, gerade in dem, was ich gemacht habe. Ja, ich auch. Du hast da gesessen und hast Leute abgezockt. Mhm. Weil jeder, der sich das anguckt, was ich gerade gezählt habe, der hat noch weniger zu tun als wir beide gerade. Ja, kann ja sein. Dann haben die Leute halt gerade frei. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, und wer um 16.30 Uhr an einem Freitag frei hat, da sieht's wohl nicht so mit der Arbeitskarriere aus. Naja, wer um 16.30 Uhr an einem Freitagabend frei hat, der hat wohl alles jobtechnisch richtig gemacht, würde ich jetzt hier mal an der Stelle mal auch kommentieren, ne? Weil, tja, da hat man dann keine Schichtarbeit, sondern einen Job, wo man vielleicht einfach dann nicht so lange arbeiten muss. Irgendeine Verwaltung, irgendein Beamter oder so, ne? Also, weiß ich nicht. So, dafür muss ich am Wochenende nicht. Ja. Ist ja auch okay. Naja, ich auch nicht. Okay. Ja. Dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, dass du nicht erfolgreich bist mit dem da, was du da machst. Ja. Dann drück doch da einfach mal die Daumen. Drücken wir mal die Daumen, dass du da nicht erfolgreich mit bist. Ja. Sehen wir später. Ja. Ja, und dann hat er sich dazu entschieden, das Gespräch wohl zu beenden. Ja, aber wo wir gerade schon beim Däumchen sind, wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne mal auf den Daumen. Hat er ja hier eh gerade schon selbst bemerkt, ne? Also lasst gerne einen Daumen da und ein Abo, wer möchte. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts von den neuen Videos, die da noch auch weiterkommen werden. Ja, ihr seht jetzt hier die Playlist mit noch einer großen Menge Auswahl an weiteren Filmchen. Ja, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.